Du suchst nach einem Laptop für das Architekturstudium? Dann könnte dieses Video genau das Richtige für dich sein. Herzlich willkommen bei Architekt von Morgen. Ich bin Jan und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ich habe in der Vergangenheit viel rumexperimentiert. Technik war schon immer sehr interessant für mich. Deswegen habe ich auch schon einige Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Computersystemen und selbst im Hardcore-Overclocking-Bereich. Den perfekten Laptop zu finden fürs Architekturstudium ist vielleicht gar nicht mal so leicht. In anderen Studiengängen ist es ganz einfach. Der Laptop ist hauptsächlich dafür da, um Notizen zu schreiben, um vielleicht E-Mails abzurufen oder ähnliches. Im Architekturstudium verwendest du Software, die wirklich viel Leistung braucht. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass ein Gaming-Laptop sich auch für das Architekturstudium eignet. Allerdings haben wir Architekturstudenten natürlich auch oft diesen Anspruch, dass wir gerade irgendwie ein vernünftiges Design haben wollen oder auch die Akkulaufzeit eine Rolle spielt. Deswegen habe ich jetzt für dich mal zusammengefasst, was nach meiner Meinung für euch die richtigen Laptops sein könnten. Nochmal kurz in eigener Sache. Wir haben gesehen, dass viele unserer Zuschauer uns noch nicht abonniert haben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht kurz in unseren Kanal und abonniert uns. Vielen Dank. Erst neulich hat AMD und Nvidia ihre neue Grafikkartengeneration vorgestellt. Ich würde euch allerdings dazu raten, Nvidia zu nehmen, denn die meisten Softwares, die wir als Architekturstudenten benutzen, sind darauf optimiert. Anders sieht es bei den Prozessoren aus. Intel und AMD liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dort könnt ihr durchaus auch einen AMD-Prozessor nehmen. Falls ihr jetzt sagt, okay, ein Laptop, das ist nicht so wirklich mein Ding, ich möchte lieber einen Desktop-PC, dann schreibt es unten in die Kommentare, dann mache ich noch ein neues Video für euch. Zunächst mal ist natürlich vor allem die Frage, was wollt ihr überhaupt machen? Geht es jetzt ausschließlich um CAD-Zeichnen oder spielen Programme wie Photoshop und Illustrator eine Rolle? Außerdem gibt es dann noch die 3D-Anwendung. Wollt ihr 3D modellieren? Wollt ihr vielleicht sogar rendern oder VR-Visualisierung machen? Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ihr euch jetzt die Laptops anguckt. Ich habe jetzt Laptops rausgesucht, die alles von dem, was ich eben genannt habe, machen können. Damit das hier ein bisschen leichter verständlich wird, habe ich verschiedene Kategorien aufgestellt, in denen ich die Laptops bewerte. Das ist einmal die Leistung, die Grafik, die Akkulaufzeit und das Design. Außerdem habe ich verschiedene Preiskategorien zusammengefasst, in denen ich die Laptops gelistet habe. Alles klar, wir starten durch. Als allererstes habe ich für euch die Kategorie zwischen 500 und 1000 Euro. In dieser Kategorie Laptops zu finden, die auch gleichzeitig diese Leistung haben, ist gar nicht mal so einfach. Die zwei Laptops, die ich jetzt vorstellen werde, sind allerdings absolut ausreichend und bieten ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Als allererstes habe ich für euch den Asus TUF Laptop. Der hat auch schon 16 GB RAM, hat einen super Prozessor und eine vernünftige Grafikkarte. Die Grafikkarte ist zwar aus der letzten Generation, ist allerdings mit ordentlich Leistungsreserven immer noch gut ausgestattet und ist durchaus für euch zu empfehlen. Der Preis ist im Moment bei 999 Euro. Als nächstes habe ich für euch den Acer Nitro 5. Der ist auch wirklich super ausgestattet, hat einen tollen Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD Festplatte und eine Nvidia GeForce RTX 3060. Die hat schon richtig Leistung und macht echt Spaß. In der nächsten Kategorie zwischen 1000 und 1500 Euro befinden sich wieder zwei Laptops. Einerseits haben wir nochmal diesen Acer Nitro 5, diesmal allerdings mit einer anderen Ausstattung. Dieser ist mit dem Preis von 1399 Euro gelistet, hat einen etwas stärkeren Prozessor, eine größere Festplatte und eine stärkere Grafikkarte. Mit 1399 Euro könnt ihr damit wirklich gar nichts falsch machen. Als nächstes habe ich für euch den Lenovo Legion 5. Das ist auch eine wirkliche Empfehlung, die ich euch aussprechen kann, denn das Design ist wirklich schön, die Kühlung funktioniert gut, er ist leise und die Leistung ist ausgesprochen gut. Dieser ist gelistet mit einem Preis von 1499 Euro. Als nächstes kommen wir zur Preiskategorie zwischen 1500 und 2000 Euro. Und ich weiß, das ist schon wirklich viel Kohle, allerdings könnte sich das wirklich auch für euch lohnen. Ihr müsst das immer so sehen. Beim Architekten ist der Laptop sowas wie beim Handwerker das Werkzeug. Und ihr möchtet auch mit vernünftigem Werkzeug arbeiten, oder nicht? Der erste Laptop in dieser Kategorie ist das Razer Blade 15 in der Basisvariante. Dieses Laptop ist wirklich unfassbar schön, ist in einem kompletten Aluminium Unibody Design und bietet die neueste Hardware. Mit dem Preis von 1799 Euro seid ihr immer noch nicht auf Preis eines MacBooks, aber habt super Leistung und ein tolles Notebook. Als nächstes habe ich in dieser Kategorie das Clevo NH77 DPQ. Bei diesem Notebook habt ihr den Vorteil, dass ihr wirklich alles frei konfigurieren könnt. Ihr könnt selbst die Wärmeleitpaste oder ähnliches auswählen und habt wirklich Leistung satt.
Mit dem Preis von 1.599 € ist er auch preis-leistungsmäßig wirklich noch zu vertreten. So, die letzte Kategorie. Wir haben jetzt nochmal drei Laptops ab 2.000 € für euch. Falls ihr euch gewundert habt, warum Apple bis jetzt noch nicht dabei war, jetzt in dieser Kategorie ist auch Apple dabei. Ich werde gleich direkt mit anfangen mit dem Apple und das ist das MacBook mit 16 Zoll. Das ist auch wirklich das einzige MacBook, was ich euch empfehlen würde, weil sonst schlichtweg die Grafikleistung nicht genügt. Ihr habt hier die Möglichkeit, für 115 € Aufpreis eine etwas stärkere Grafikkarte zu nehmen. Die würde ich euch auch empfehlen. Unter dem 16 Zoll MacBook macht es meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Ihr könnt super, wenn ihr zu Hause einen Desktop-PC habt, das noch mit einem Apple-Laptop ergänzen oder ähnliches. Aber wenn das wirklich euer einziger Rechner ist und ihr mit dem auch alle 3D-Anwendungen und ähnliches machen wollt, würde ich sagen, kauft entweder das 16 Zoll MacBook oder lasst es lieber sein. Der nächste Laptop in dieser Kategorie ist nochmal das Razer Blade. Den gibt es nämlich in ganz vielen verschiedenen Ausstattungen und den könnt ihr nach Belieben auch etwas stärker konfigurieren. Das Design ist wie eben auch ganz schlicht im Aluminium-Unibody-Design und ist durchaus zu empfehlen. Der letzte Laptop in dieser Kategorie ist von MSI. Es ist das GS66 Stealth. Dieser hat sogar den Design Award 2021 gewonnen und besticht wirklich mit tollem Design und super Leistung. Außerdem ist er sehr dünn, leicht und hat eine große Batterie. Der Preis ist allerdings auch wirklich stolz. Da muss jeder wissen, ist das wirklich das, was ihr dafür investieren wollt oder ist das zu viel? Abschließend möchte ich nochmal sagen, dass ihr auch ganz gut nach gebrauchter Hardware Ausschau halten könnt. Diese bekommt ihr oft zum Bruchteil des Preises und ist immer noch gut nutzbar. Allerdings ein kleiner Tipp von mir, dreht nicht jeden Penny um und guckt, dass ihr ein günstiges Modell kriegt, denn ihr wollt die nächsten 4, 5 Jahre damit arbeiten und ihr werdet es bereuen, wenn ihr irgendwas kauft, was nachher nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Dir hat das Video gefallen? Dann schreib uns gerne in die Kommentare und lass uns ein Abo da. Vielen Dank, das war es erstmal von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao.